steht ein Astronaut auf einem Hochstromkabel. Das klingt wie der Anfang eines schlechten Witzes. Ist es auch. Der Anfang von Lifeless Planet. Lifeless Planet ist ein Indie-Spiel, dessen Konzept in der Early-Access-Phase weitaus faszinierender wirkte als das fertige Produkt, das es als Download für rund 15 Euro zu erstehen gibt. In der Rolle eines Astronauten erforscht er einen fremden Planeten und stoßt dort auf Anzeichen fremden Lebens. Die Geschichte beginnt spannend und spricht einige interessante Punkte im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Menschen und Erde an. Leider ist es jedoch nahezu unmöglich, auch nur die geringste Sympathie für den Protagonisten zu empfinden. Der Plot wird euch vornehmlich in Textlogbüchern mit russischer Sprachausgabe nähergebracht. Die Inszenierung ist holprig. Das Traurige dabei: Die Story ist im Vergleich zum Rest eine der wenigen Stärken von Lifeless Planet. Spielerisch gibt sich Lifeless Planet zäh. Trotz einer Spielzeit von knapp 4 Stunden zieht sich die Kampagne durch ständige Wiederholungen der gleichen Handlungsabläufe. Lifeless Planet tarnt sich als Adventure, ist allerdings in Wahrheit ein Hüpfspiel. Das träge Bewegungsgefühl und die Steuerung, die weder mit Maus und Tastatur noch dem Gamepad komplett präzise wirkt, machen die häufigen Sprungsequenzen aber zur Qual. Besserung verspricht die Möglichkeit, das Jetpack des Astronauten einzusetzen, um für längere Zeit in der Luft zu bleiben. Allerdings gibt euch die komplett lineare Kampagne stets genau vor, an welchen Stellen ihr diesen Höhenboost verwenden dürft. Etwas mehr spielerische Freiheit wäre wünschenswert. Gekämpft wird in Lifeless Planet übrigens nicht. Die einzigen Gegner sind tödliche Dornen, die aus dem Boden schießen. Allerdings ist es meist sehr leicht, die Pflanzen zu vermeiden, wenn euch die Steuerung keinen Strich durch die Rechnung macht. Der niedrige spielerische Anspruch stört schnell. So müsst ihr etwa mehrmals Sauerstoff für euren Raumanzug finden. Das ist kein dynamisches Survival-Element, sondern streng geskriptet. Die Nachfüllstation befindet sich dabei stets nur ein paar Schritte entfernt. Das wirkt aufgesetzt. Die wenigen Rätsel sind leicht zu bewältigen. Diese Szene zeigt schon die größte Kopfnuss im ganzen Spiel. Lifeless Planet ist furchtbar seicht, meist seid ihr nur damit beschäftigt, über die Planetenoberfläche zu laufen. Weil diese aber erst spät im Spiel beeindruckende Vistas zeigt, wird einem dieses Erkundungsgameplay schnell fad. Dazu kommen die ständigen Wiederholungen, etwa wenn ihr mit dem Greifarm eures Protagonisten Energiekugeln in Stromgeneratoren platziert. Und rein damit. Na, komm schon. Jetzt aber. Herrschaftszeiten, verdammte Kruzifix! Ja, total anspruchslos, seht ihr? Höhere Ansprüche stellt derweil die Unity Engine, die den Planeten zum Leben erweckt. In großen Levels ruckelt das Spiel gerne mal, selbst auf High-End-Rechnern. Angesichts der gebotenen Grafikqualität eine Frechheit. Lifeless Planet ist eine ähnliche Totgeburt wie der namensgebende Himmelskörper. Als Hüpfspiel funktioniert der Titel wegen seiner trägen Steuerung nur bedingt. Als Adventure fordert Lifeless Planet die Gehirnzellen zu wenig. Und als Lauf-Rum- und Guck-Simulator kann das Spiel auch nicht überzeugen. Die Story kommt nach dem mysteriösen Beginn einfach nicht recht in Fahrt, das Erforschen der linearen Levels macht keinen Spaß und die Spielzeit fühlt sich durch die ständigen Wiederholungen 10-mal so lang an. Ein echter Reinfall.